Hallo Leute und herzlich willkommen bei Me Applecat. Heute spiele ich für euch He-Man. He-Man, Nostalgie pur für all die, die sich noch aktiv an die 80er erinnern können, so wie ich. Und das Ganze gibt's jetzt auch als Spiele-App. Und los geht's! Das Design ist sehr schön comichaft dargestellt und ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Spiel. Spielbar sind aktuell zwei Charaktere, einmal He-Man selbst und She-Ra. Ein dritter Charakter, ich denke, es wird Man-at-Arms, wird noch folgen. Wir starten mit He-Man. Hier seht ihr die Welt, die uns zur Verfügung steht, und wir gehen in die Snake Mountains. Das Spiel ist eine Mischung aus Jump'n'Run und Hack'n'Slay. Die Steuerung ist sehr einfach umgesetzt. Auf der rechten Seite des Bildschirms steuert ihr die Kampfattacken von He-Man und auf der linken Seite die Bewegungen. Wie ihr sehen könnt, sind auch die Umgebungen teilweise zerstörbar. So, und jetzt zeige ich euch noch zur Abwechslung eine zweite Welt. Und zwar nehmen wir Grayskull. So, der ist mir jetzt zu groß. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt noch einmal mit She-Ra an. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Charakter She-Ra. Mit ihr spielt ihr genau dieselben Level wie auch mit He-Man selbst. Wer sich nicht mehr daran erinnern kann, She-Ra ist die Schwester von He-Man. Vom Gameplay und der Steuerung ändert sich nichts. Das war also die App He-Man, the most powerful game in the universe, kurz angespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut wieder rein bei Me Applecat.